In Destiny 2 wird es nun endlich richtig ernst. Der Zeuge ist in unserem Sonnensystem und wird den Reisenden attackieren wollen. Dazu kommen wir in eine neue Stadt namens Neomuna und wir haben richtig viele neue Waffen, die wir benutzen können, um so richtig aufzuräumen. Alte und neue Verbündete schließen sich uns an und wir haben auch einen alten Gegner namens Kallus, der uns ein wenig aufhalten will. Das und mehr erfahrt ihr in diesem Video, bleibt dafür auf jeden Fall dran. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Eddie, aka Eliknallt rein und auf diesem Channel dreht sich alles rund um Open World Games wie Destiny 2, Hogwarts Legacy und. Wenn du also in diesem Genre nichts mehr verpassen möchtest, dann würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Vorher möchte ich euch aber noch meinen Partner Instant Gaming vorstellen, denn auf Instant Gaming gibt es extrem viele Spiele zu einem wirklich sehr viel niedrigeren Preis, wie zum Beispiel Destiny 2 Lightfall plus Jahrespass kostet hier nur 68,99 anstatt 100 Euro. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, lohnt sich definitiv, unter anderem auch, wenn ihr Hogwarts Legacy Fans seid, da gibt es das Spiel auch nur für 53 Euro. Checkt den Link in der Videobeschreibung aus und ich wünsche euch frohes Spielen. Und jetzt ab ins Video. Es wird nun sehr ernst in Destiny 2, denn in Lightfall befinden wir uns mitten im Krieg zwischen dem Reisenden und dem Zeugen und nun werden wir sehen, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Der Zeuge und sein neuester Verbündeter Kallus kommen mitsamt der gesamten Flotte von Pyramidenschiffen bei uns im Sonnensystem an und werden uns den Krieg erklären. Wir stellen uns dem Ganzen und versuchen, niemanden an den Reisenden ranzulassen, jedoch scheint das ziemlich schwierig zu sein, denn ja, da ist eine ganze Flotte der Dunkelheit am Start, die uns vernichten möchte. Der Zeuge findet anscheinend einen Weg, schneller zu uns zu kommen und öffnet eine Art Portal, welches schon in dem Game Awards Trailer zu sehen war, und er will nun Kontakt mit dem Reisenden aufnehmen. Wir verhindern das auf eine bestimmte Art und Weise und nun bewegt sich der Krieg nach Neptun. Wieso passiert das, behandle ich nochmal in einem separaten Video, darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Kallus kommt mit seinem Schiff auf dem neuen Planeten an und meine Güte, sieht Kallus cool aus. Er ist komplett transformiert und ist nun ein vollwertiger Schüler vom Zeugen und das Ganze wird sich auf dem neuen Planeten Neptun in der Stadt Neomuna abspielen. Neomuna ist eine Stadt, die sich völlig von der Erde nach dem Kollaps abgekapselt hat. Große Hochhäuser, Diamantsandstrände und eine riesige leuchtende Stadt voller Geheimnisse, welche wir lüften müssen. Es gibt viele verschiedene Bereiche von Neomuna, die sehr unterschiedliche Erfahrungen bieten werden. Beispielsweise haben wir im Vidoc eine Art Arcade-verlorenen Sektor gesehen, wo man einfach Spielautomaten hat. Jeder Planet oder Platz, wo wir hin können, kommt natürlich immer mit einem Hub, wo wir Aufträge annehmen können. So wie es in dem Vidoc ausgesehen hat, wird das Ganze der nette Osiris übernehmen. Der hat sich einen Merkur-ähnlichen Leuchtturm auf Neomuna aufgebaut, um uns also die Hüter zu unterstützen, Strang zu lernen und zu nutzen. Wir werden in Neomuna mehr über die Pukas erfahren. Jetzt fragen sich sicherlich einige von euch, was sind Pukas? Das ist der mysteriöse Geist, den Elsie, also die Exofremde, immer bei sich hat und diese stammen anscheinend von Neomuna. Auf der anderen Seite der Stadt haben wir das riesige Schiff von Kallus. Das Schiff ist dort gelandet und hat ziemlich viel vernichtet. Und Kallus will dort nicht aufhören. Die gesamte Stadt soll im Prinzip zerstört werden, aber das lassen wir und die Cloud Striders nicht zu. Was sind denn die Cloud Striders? Das sind Beschützer von Neomuna, welche im Cyberpunk-Style verbessert wurden, um die Stadt zu beschützen. Man merkt hier auch sehr, dass das etwas wirklich komplett Neues ist, was es bisher noch nicht in Destiny gab. Das sind nicht nur irgendwelche NPCs, sondern sie nehmen das Beschützen der Stadt sehr ernst und haben auch auf Neomuna Familie. Die Cloud Striders wurden auch nochmal näher vorgestellt, und die wir jetzt kennenlernen, sind Rohan und Nimbus. Rohan ist ein bisschen älter und hat auch eigentlich gar keinen Bock auf den Krieg. Und Nimbus lernt noch und ist so eine Art Schüler. Es sieht danach aus, als würde Nimbus das alles nicht so ernst nehmen und eher Spaß am Kämpfen haben. Im Vidoc wirkt er zumindest gedanklich noch wie ein etwas kleineres Kind. Aber natürlich kommt ein Destiny DLC meistens nicht ohne eine komplett neue Subclass und das wird dieses Mal Strang sein. Wir kriegen Strang weder von der Dunkelheit noch von dem Reisenden. Anscheinend besitzen wir als Hüter diese Macht schon extrem lange, nur haben wir die noch nicht entdeckt. Wir sehen einiges an Gameplay, wie der Warlock einen Rift stellt und dann diese Threatlings ruft, die dann Gegner attackieren. Beim Hunter wird es so sein, dass wir nicht stehen bleiben müssen. Es scheint sehr flüssig zu sein und wir können entweder unser Seil auf den Gegner konzentrieren oder eine Flächenattacke machen, die mehrere Gegner gleichzeitig trifft. Beim Titan ist es keine normale Lauf-Super mehr. Viele hatten da ja Angst, dass es wieder eine ist, wo wir in einer anderen Farbe, also in dem Fall in grün, einfach rumlaufen und Gegner töten. Dieses Mal haben wir eine Art Kombosystem, welche mit dem Titan kommt. Wir können Angriffe unendlich oft hintereinander ketten und mit der schweren Attacke kann man nun einen Schuss abfeuern, welcher die Gegner in die Luft katapultiert und dann dort hängen lässt. Der Warlock ist auch mal was ganz anderes. In der Super starten wir mit drei Projektilen, die wir dann auf einmal abschießen können und wenn die etwas treffen, explodieren sie und falls sie den Boden treffen sollten,
kommen kleine Threatlings, die dann zu den Gegnern laufen und dort richtig viel Schaden machen. Dazu kriegt jeder Charakter einen Enterhaken, welcher den Granatenslot übernimmt. Also können wir dann keine Granaten mehr werfen. Man sieht in den Trailern, dass wir uns wirklich an alles Mögliche hängen werden können, ob es ein Kabalschiff ist, was fliegt, oder eine Super oder ein Sparrow ist, das ist prinzipiell vollkommen egal. Und das richtig Coole ist, wir kriegen dazu noch einen Nahkampfangriff, den jede Klasse benutzen kann. Und Leute, das sieht so unglaublich cool aus. Wenn ich mich an einen Gegner ranziehe, werden sie für kurze Zeit gestunt, also sind bewegungsunfähig. Und wenn wir dann da sind, kann man aus diesem Enterhaken raus und denen ein richtiges Brett mitgeben. Dazu kann man sich an bestimmte Dinge aus sehr hoher Reichweite ranhucken, wie man jetzt hier zum Beispiel sieht mit einer Strangkugel. Natürlich gibt es aber auch neue Gegner. Auch wenn es ein paar Kabale sind, die ein wenig andere Funktionen haben, gibt es jetzt nun auch die Quäler, aka die Tormentor. Das sind die neuen Endgame-Gegner, denen wir uns stellen müssen. Sie haben extrem große Sensen und haben eine Art leere Energie, welche sie benutzen, um uns Schaden zu machen. Dazu haben sie einige sehr spezielle Angriffsmuster, denn sie können aus der Luft angreifen, aus der Ferne, mit Sensenschüssen oder sie ziehen sich an uns ran und machen bei uns eine Art Finisher, der uns höchstwahrscheinlich extrem low macht oder uns tötet. Wenn uns einer dieser Quäler angreift, dann wird wirklich alles andere an Sounds, welche im Hintergrund irgendwie zu hören waren, stumm geschaltet und wir hören nur, wie dieser Gegner uns angreift, was das Ganze noch viel cooler macht und vielleicht auch noch ein bisschen, ja, Angst in uns hochkommen lässt. Meine Vermutung ist, dass das so ein bisschen die Champions ersetzen wird, nicht komplett ersetzen wird, sie werden immer noch eine große Rolle spielen, aber eben obendrauf noch, dass man vielleicht mal zwei Tormentor, also Quäler, in ein Level reinpackt. Anscheinend sollen sie gar nicht mal so oft in der Lightfall-Kampagne da sein, aber wenn sie da sind, soll es wirklich extrem schwierig werden. Da bin ich ein sehr großer Fan von, weil in Destiny fehlt einfach zurzeit ein wenig der schwierige Content. Season of Defiance oder auf Deutsch Saison des Widerstands. Wir spielen zwar eine große Rolle im Krieg auf Neomuna, aber leider bleibt das nicht nur auf Neptun, sondern wir dürfen nicht vergessen, dass Kallus und der Zeuge es auf den Traveler und die Erde abgesehen haben und in der neuen Season des Widerstands werden wir die Erde beschützen müssen. Denn Kallus fällt nicht nur bei Neomuna ein, sondern auch bei uns auf der Erde in der Nähe der Stadt. Man sieht, wie Pyramidentechnologie in der ETZ ankommt und wie viele Bewohner evakuiert werden müssen. Diese Season wird also darum gehen, wie wir unsere Heimat, also den Turm und die Gebiete drumherum sichern können, sodass es keine Verluste geben wird. Und dazu kommen einige Charaktere zurück, die vielleicht schon fast vergessen wurden. Wir arbeiten nämlich wieder mit Devrim Kay, Amanda Holiday und Petra zusammen, um unsere Ziele zu erreichen. Was wäre Destiny eigentlich ohne Loot? Und hier gibt es auch wieder massenhaft Infos. Der Warlock wird neue Schuhe bekommen namens Swarmers. Wenn man Tangles zerstört, also das sind diese Bälle, oder eben man wirft die auf Gegner, dann kommen so kleine Tierchen namens Threatlings zum Einsatz. Diese rennen auf Gegner zu und scheinen echt guten Schaden zu machen. Zu Tarachnis Fassade. Und mit diesem kriegen wir die Fähigkeit Woven Mail. Jedes Mal, wenn wir unseren Enterhaken benutzen, kriegen wir diese Fähigkeit und die verringert den Schaden, den wir durch Körpertreffer von Gegnern bekommen. Und nicht zu vergessen, kriegt der Titan die neuen Schuhe, welche drei Wellen von Strang nach vorne hauen. Das, was davon getroffen wird, fliegt dann in der Luft und hängt dort auch für eine kurze Weile. Dazu muss ich sagen, diese Fähigkeit scheint schon als ein Aspekt, was der Titan bekommt, dann im Spiel zu sein, aber das ist dann nur eine Welle, die nach vorne geschossen wird. Das Exo verdreifacht das einfach und das sind dann einfach drei Wellen, die nach vorne gehen. Waffen gibt es natürlich auch und hier beginnen wir mit der brandneuen Rhythmus-MG, welche bei jedem vierten Schuss Gegner schwächt und bei jedem 16. die Gegner volatile macht. Mal sehen, wie die in höheren Aktivitäten funktionieren wird. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber vielleicht wird sie ja einfach die beste MG im Game. Wir wissen das nicht. Und wer von euch kennt noch die Autopistol aus Titanfall 1 oder 2? Ja? Die kommt in Destiny und sie sieht unglaublich cool aus. Anscheinend muss diese aber aufgeladen werden und dann kann ihr gesamtes Magazin mit zielverfolgenden Patronen abgeschossen werden. PvP wird garantiert wieder richtig cool, aber ich denke, ganz ehrlich, das ist ein Thema für ein anderes Video. Dazu wurde auch ein neuer Stasis-Bogen gezeigt und dieser heißt Verglas Curve. Zumindest verrät uns das der Trailer in dem Guardian-Rank-System, dort steht nämlich der Name in einer Aufgabe. Was dieser kann, wissen wir jetzt noch nicht so ganz genau. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Außerdem gab es noch einen Titan-Helm, der gezeigt wurde. Das war auch in der, in diesem Osiris-Hub. Aber da wissen wir auch wirklich gar nichts drüber. Da habe ich jetzt auch nichts gesehen. Wenn ihr dazu was wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Er sieht irgendwie nicht gut aus. Erinnert mich an so einen Hütchenkopf, so. Aber naja, mal schauen, was der können wird. Vielleicht
wird das ja wieder so ein One-Night-Mask-Ding und ganz ehrlich, das wird Exo war schon ziemlich stark. Mal sehen, wie das dann wird. Das war das große Lightfall-Preview. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie gesagt, ein Abo hilft mir wirklich sehr aus. Genauso wie ein Like und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, worüber ihr euch am meisten bei Lightfall freuen werdet. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Peace.